Hallo und herzlich willkommen heute zum Live-Gespräch. Neu im Bundestag ist unser Thema. Wir reden heute mit neuen Abgeordneten im Parlament. Und ich bin sehr glücklich, dass wir heute hier haben Nike Slavik von den Grünen und Muhannad Al-Halak von der FDP. Hallo erstmal. Hallo. Frau Slavik, gestern war ja Großkampftag im Bundestag. Thema Ende der epidemischen Lage. Das war Ihre allererste richtige Sitzung im Bundestag. Sie sind aus Leverkusen, 27 Jahre alt. Und gestern war auch der 11.11. in NRW. Also in Köln wurde gefeiert. Da lagen sich die Jecken ohne Maske in den Armen unter 2G-Bedingungen. Aber trotzdem, es wurde kräftig gefeiert. Wo wären Sie gestern am liebsten gewesen? Also ich wäre sehr gerne tatsächlich in Köln gewesen und hätte da gerne in einem kleinen Rahmen, also ich glaube ganz groß ins Straßengetümmel hätte ich mich angesichts jetzt der Corona-Zahlen persönlich nicht stürzen wollen, aber ich wäre gern da gewesen mit meinen FreundInnen aus Leverkusen und Köln und hätte gerne im kleinen Kreis Karneval gefeiert. Jetzt war hier Sitzungswoche und wir waren im Plenum und das war natürlich wichtiger und auch sehr schön. Wie haben Sie denn die Sitzung, gerade die Diskussion über das Ende der epidemischen Lage oder Nichtverlängerung der epidemischen Lage und den Kampf gegen die vierte Welle denn wahrgenommen? Ich glaube, es war eine sehr schwierige Diskussion, weil bei manchen in der Öffentlichkeit dadurch, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite jetzt ausläuft, so ein bisschen der falsche Eindruck entstanden ist, Corona ist jetzt vorbei. Das ist natürlich mitnichten der Fall. Wir sind alle hier in Berlin und auch in den Ländern und Kommunen sehr besorgt über die wachsenden Zahlen, auch gerade über die hohen Ansteckungen unter den Ungeimpften. Und für uns war es jetzt wichtig, natürlich rechtssicher die Maßnahmen, die wir bisher hatten, 2G, 3G, Abstandsgebot, Maskengebot, Hygienekonzepte für Veranstaltungen, das auch so im Infektionsschutzgesetz zu verankern, damit wir weiter diesen Maßnahmenkatalog für die Länder und die Kommunen haben. Und da finden ja jetzt auch weitere Gespräche statt, zusammen mit den Ländern, wie das zu implementieren ist. Herr Al-Halak, Sie sind 32 Jahre alt, mit 11 Jahren aus dem Irak nach Deutschland gekommen und auch neu im Bundestag für die FDP, Ihr Wahlkreis. Freyung Grafenau in Bayern, das ist Niederbayern, für die, die es nicht kennen, nördlich von Passau. Und dieser Wahlkreis hat aktuell, haben wir heute Morgen noch mal geguckt, eine Inzidenz von 975. Also das ist die Nummer 5 deutschlandweit. Herr Söder hat diese Woche den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen. Und gestern waren Sie auch bei der Sitzung über die Nichtverlängerung der epidemischen Lage. Wie war das für Sie? Ich meine, ich wollte tatsächlich nirgends anders sein. Für mich war das natürlich wichtig. Ich habe da gestern auch sehr viele Nachrichten bekommen diesbezüglich, weil es ja auch um unsere Zukunft geht, wie es tatsächlich hier weitergeht dann auch. Für mich war das wichtig und es ist auch tatsächlich so, dass der Eindruck nicht entsteht, dass Corona vorbei sei. Also Corona ist noch nicht vorbei. Wir sind mittendrin und wir wollen natürlich auch handlungsspezifisch jetzt Richtung Länder auch das Heft übertragen eigentlich, dass die Länder tatsächlich auch vor Ort weiter bestimmen. Aber natürlich auch, was uns wichtig ist, dass da keine Gastronomienschließung kommt oder auch Schulschließungen. Das sind halt Themen, die uns wichtig ist, auch als FDP und natürlich auch jetzt hier in dem Fall mit SPD und Grüne. Ich denke, dass wir uns sehr einig sind und wir sind da auf dem richtigen Weg. Wie erklären Sie sich die hohen Inzidenzen in Ihrem Wahlkreis? Ich kann das echt nicht erklären, warum und weshalb. Aber ich denke, dass es vielleicht eventuell auch mit der Grenze was zu tun hat. Aber das kann man genau nicht sagen. Ich würde jetzt auch keinen Schuldigen da in dem Fall suchen und auch die Schuldigen woanders hinschieben. Ich denke aber auch vielleicht mit den Grenzen auch natürlich zu Österreich und Tschechien. Frau Slavik, Sie sind ja gegen Karl Lauterbach angetreten in Ihrem Wahlkreis. Das ist ja so ein bisschen das Urgestein, was Medienpräsenz, aber auch SPD-Gesundheitspolitik angeht. Sie sind dann über die Landesliste der Grünen reingekommen. Was war denn jetzt so die letzten Wochen so das Überraschende für Sie im Bundestag, was Sie jetzt eigentlich gar nicht erwartet haben, wie es in Berlin abläuft, wie es überhaupt im Bundestag abläuft? Also ich glaube, ich war sehr überrascht doch davon, wie viel Bürokratie erstmal auf uns als neue Abgeordnete zukommt. Also wie häufig ich meine Unterschrift jetzt unter Formulare setzen musste, damit ich einen Laptop ausgehändigt bekomme, damit ich E-Mails auf meinem Handy, dienstliche E-Mails da lesen kann, damit meine Mitarbeitenden den Hausausweis bekommen, dass sie am Wochenende rein dürfen, die Raum
Raumaufteilung, all das. Und natürlich bin ich mit sehr, sehr viel Tatendrang und Ideen hier hingekommen. Aber jetzt für uns als neue Abgeordnete gucken wir erstmal ganz gespannt darauf, was jetzt innerhalb der Koalitionsverhandlungen vereinbart wird und wissen auch noch gar nicht, in welche Ausschüsse es jetzt letzten Endes für uns geht. Wir haben da schon unsere Präferenzen natürlich für abgegeben. Aber wir sind jetzt so ein bisschen sozusagen in der Warteschlange, bis es so richtig in die inhaltliche Arbeit geht. Und das ist jetzt gerade eine kleine Herausforderung. Aber ich freue mich dann drauf, wenn es dann hoffentlich ab Dezember so richtig losgeht. Herr Al-Halak, Sie sind ja eigentlich gelernte Abwassertechniker. Das ist ja eher ungewöhnlich für einen Deutschen Bundestag, jemand mit eigentlich einer Ausbildung. Wie waren denn jetzt die ersten Wochen für Sie hier? Was war denn für Sie das, wo Sie gesagt haben, das geht ja eigentlich gar nicht? Also ich habe es tatsächlich erwartet Richtung Bürokratie. Mir war es klar, ich komme ja selber, ich bin Abwassermeister zuletzt gewesen im öffentlichen Dienst, auch Betriebsleiter. Also ich habe auch Kontakt mit der Verwaltung bei der Stadt sozusagen gehabt. Und da habe ich eigentlich auch diese Bürokratie eigentlich vor Ort schon gesehen. Also sprich, Faxgeräte liegen noch rum, Formulare ausfüllen. Also da geht nichts digital. Und das habe ich eigentlich so ein bisschen erwartet Richtung Bundestag. Aber es ist tatsächlich noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Also da ist wirklich, ich habe den ersten Antrag gestellt, dass ich tatsächlich meine E-Mails, meine Bundestags-E-Mails auf mein Handy haben kann. Den Antrag habe ich gestellt. Das Ganze hat ungefähr 2-3 Wochen gedauert, bis es tatsächlich soweit war. Und da hat man gesehen, wie viel Bürokratie eigentlich dahinter ist. Also das, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Und ich denke, da ist noch einiges zu tun in der Richtung. Und ich denke, die jungen Leute sollen hier mal ein bisschen mal Druck machen. Was hat Sie noch überrascht neben der Bürokratie? Was mich sehr überrascht hat, oder sagen wir mal so, mich persönlich traurig gemacht hat, diese Geschlossenheit. Ich bin zum ersten Mal mit dem ECE gefahren und ich bin da alleine gesessen im Zug. Und das hat mich schon ein bisschen so verletzt, irgendwie, dass man abgeschirmt ist von der Gesellschaft, weil ich ja die Person bin, die eigentlich offen ist gegenüber der Gesellschaft. Ich bin eher einer, der gerne jemanden bei sich hat. Und da bin ich so ein bisschen verschlossen und ausgeschlossen. Und das hat mich schon ein bisschen traurig gemacht. Also das war ein Schock eher so ein bisschen. Das heißt, warum waren Sie abgeschlossen oder warum waren Sie jetzt alleine im Zug? Ich saß im Zug alleine, weil ich erstmal früh angereist bin. Und ich habe das ja über den Bundestag, die haben für mich reserviert gehabt. Und das war irgendwie erste Klasse, glaube ich. Deswegen war es irgendwie getrennt. Und das fand ich sehr schade eigentlich, weil ich schon sehr gerne bürgernah sein möchte und lieber eher mit den anderen zusammensitze. Und das hat mich ein bisschen schockiert am Anfang, ja. Jetzt haben wir Sie ja gebeten, dass Sie etwas Persönliches mitbringen, etwas, was in Berlin eigentlich nicht fehlen darf, was Sie unbedingt in Ihrem Büro hier haben müssen. Was haben Sie denn mitgebracht? Fangen wir mal mit Frau Slavik an. Ich habe mitgebracht diese Igelfigur mit einem grünen Schal und der Igel, das ist das Logotier von der Grünen Jugend, also wir sagen mal jung und stachlig. Als Grüne Jugend sind wir auch so ein bisschen radikaler vielleicht auch manchmal unterwegs als die Älteren und das habe ich geschenkt bekommen von meiner Grünen Jugend zu Hause in Leverkusen, die sich halt total freuen, dass sie jetzt eine junge Vertreterin hier in Berlin haben und die haben gesagt, den muss ich mitnehmen, damit ich auch immer daran denke, dass ich hier auch für die Jugend da bin und hier auch immer schön stachelig bleibe. Und das kommt direkt jetzt bei Ihnen ins Büro. Haben Sie ein eigenes Büro? Ja, noch aktuell habe ich kein eigenes Büro. Ich bin immer noch bei meiner Kölner Kollegin Katharina Dröge untergebracht. Und ab nächster Woche habe ich dann hoffentlich ein Übergangsbüro, was ich mir dann auch noch mal teilen werde mit einer Kollegin von den Grünen. Und irgendwann, so hörte ich, ab Februar, vielleicht auch März, haben wir dann endlich auch mal unsere eigenen Büros. Also das ist hier gerade noch ein sehr, sehr großer Verwaltungsakt, auch mit den alten Leuten, die nicht wieder eingezogen sind, deren Büros freizuräumen und dann die Verteilung so zu machen, dass auch alle Fraktionen beieinander sitzen, dass dann auch die Leute, die in den gleichen Ausschüssen sind, irgendwie Büros beieinander haben. Das ist gerade eine sehr, sehr große Aufgabe, glaube ich, für die Bundestagsverwaltung, wo ich auch großen Respekt habe und hoffe dann aber, dass es in ein paar Wochen so sein wird mit einem eigenen Büro.
Vielleicht haben wir unsere Büros ja nebeneinander in Zukunft. Vielleicht. Wenn wir tatsächlich in der nächsten Regierung sind. Ich würde mich freuen. Was ich dabei habe, es ist tatsächlich nicht abgesprochen, dass wir nur Tiere heute dabei haben. Und ich habe tatsächlich den Stadtbären von Grafenau, wo ich auch tatsächlich wohne, mitgenommen. Den habe ich eine Woche nach der Bundestagswahl vom Bürgermeister der Stadt bekommen. Ich bin ja selber auch Kommunalpolitiker. Stadtrat, Kreisrat. Und das hat er mir mitgegeben. Ich soll es mit nach Berlin nehmen, mitnehmen und soll es im Büro stellen. Dass das Ganze so ausschaut, wenn ich drauf schaue, dass ich wieder nach Hause möchte. Und deswegen hat er es mir mitgegeben. Also das ist unser Stadtbär, unser Stadtwappen sozusagen als Bär. In Gelb zufälligerweise, FDP. Zufälligerweise. Jetzt haben wir ja auch Fragen von Usern, die das jetzt auch die ganze Zeit mitgucken. Von Ratio Legis auf YouTube, der fragt, ich frage mich, wie der konkrete Arbeitsalltag von den jungen Abgeordneten nun eigentlich aussieht. Herr Hallack, wie sieht er denn eigentlich aus? Aktuell schaut es tatsächlich so aus, dass wir, obwohl die Arbeit noch nicht angefangen hat, Ausschüsse wurden gerade angesprochen, wir haben noch unsere Ausschüsse noch nicht bekommen. Aktuell schaut es so aus, dass wir nach Berlin kommen, also Plenarsitzungen, wir haben jetzt schon die zweite Sitzung hinter uns, Fraktionssitzungen und natürlich die Arbeit medial. Also wir haben Interviews, aktuell mit Medien sehr viel zu tun, weil wir ja neu auch sind. Ich denke, dass es ganz normal ist. Also das, so schaut aktuell die Arbeit aus. Natürlich, was ganz wichtig ist für uns auch beide hier, Büroaufbau. Ich habe jetzt übergangsweise mein Büro bekommen, den aufzubauen, organisatorisch und natürlich auch Mitarbeiter einstellen. Also das ist jetzt eigentlich aktuell unsere Themen oder sind unsere Themen. Ich denke, so geht es bei dir auch in der Richtung. Frau Slavik, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, es ist sehr, sehr ähnlich. Dazu kommen halt noch schon auch Treffen, Vernetzung untereinander mit anderen Abgeordneten der Fraktion. Wir müssen uns ja auch kennenlernen, wie wir die nächsten 4 Jahre dann irgendwie vertrauensvoll zusammenarbeiten wollen, aber auch mit anderen Organisationen, zum Beispiel aus dem Umweltbereich oder andere, einfach andere Organisationen, mit denen man sich jetzt schon mal trifft und darüber spricht, was sind wichtige Projekte, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden wollen, weil wir natürlich auch den Anschluss in der Gesellschaft haben wollen. Wir sind ja nicht hier irgendwie in Berlin völlig abgeschirmt vom Rest der Welt, sondern es ist ja total wichtig, dass wir diesen Austausch eben mit der Zivilgesellschaft haben, mit den AkteurInnen da vor Ort. Ich bin auch in einem engen Austausch, gerade mit Leuten aus dem Queerbereich, also die gerade so queere Jugend, die da sich erhebliche Verbesserungen in der Rechtslage erhoffen, aber auch im Umweltbereich natürlich mit verschiedenen AkteurInnen, die gerade sehr, sehr gespannt unter dem Punkt, wie machen wir Deutschland jetzt eigentlich klimaneutral, auch auf diese Koalitionsverhandlungen blicken. Und da sind wir natürlich auch schon mal in Gesprächen. Sprechen dann häufiger. Genau, zu dem Thema. Also Sie sind ja neben einer anderen Abgeordneten eine von zwei Transfrauen im Bundestag. Sie haben es gerade schon erwähnt. Was muss sich Ihrer Meinung nach hier in den nächsten 4 Jahren eigentlich passieren? Was muss sich ändern für die Community? Also wir haben einfach die Situation, dass in Deutschland sehr lange auf dem Gesetzesweg, jetzt mal Ausnahme Ehe für alle, die nach einem sehr, sehr langen Kampf, dann wo die Abstimmung freigegeben wurde, gekommen ist, eigentlich wenn Verbesserungen nur über dem Klageweg erreicht haben, zum Beispiel auch die Einführung der dritten Option, also der Personenstand divers für intersexuelle Menschen, ist erst gekommen nach einem jahrelangen Rechtsstreit, wo eine intergeschlechtliche Person bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen ist. Und wir gucken irgendwie in andere Länder, was passiert in Polen mit den LGBTIQ-freien Zonen, dass da Regenbogenflaggen angezündet werden, dass Gesetze zurückgenommen werden, Rechte eingeschränkt werden und denken immer, ja, wir sind in Deutschland so fortschrittlich. Sind wir aber gar nicht. Wenn wir uns unsere Gesetzeslage angucken, dann haben wir immer noch sehr viel, was diskriminierend ist. Beispielsweise das Transsexuellengesetz, was einfach nicht mehr zeitgemäß ist, wo Leute jahrelang in psychologische Zwangsbegutachtung gehen müssen. Wir haben das Blutspendeverbot, wovon schwule und bisexuelle Männer und Transpersonen betroffen sind. Wir haben Familienrecht, was alles außerhalb von heterosexuellen Ehen nicht wirklich gut berücksichtigt. Also Beispiel lesbische Mütter, dass sie sich beide als Mütter anerkennen lassen können, ist so aktuell in Deutschland nicht einfach möglich. Und das sind jetzt nur Beispiele für sehr, sehr viele Sachen, wo ich sage, das muss sich unbedingt ändern. Wir müssen auf dem Stand der
Zeit da endlich ankommen. Wir sind ein modernes und vielfältiges Land und das muss sich endlich auch mal in der Rechtsprechung und in der Gesetzeslage niederschlagen. Haben Sie denn den Eindruck, dass jetzt in den Koalitionsverhandlungen, dass sich da jetzt was ändert, gerade bei dem Thema? Ich glaube, es ist eine sehr große Chance jetzt da, wenn wir uns angucken, dass bei all diesen Themen vor allem die Union immer diejenige war, die das ausgebremst hat, die da ihr Veto eingelegt hat. Und wenn wir uns die Wahlprogramme angucken von SPD, FDP und uns Grünen, dann gab es gerade in diesem gesellschaftspolitischen Bereich natürlich jetzt Menschenrechte von LGBTIQ-Personen, aber auch was eine moderne Einwanderungsgesellschaft angeht, auch Asylrecht, da gab es jetzt große Schnittmengen. Und ich glaube, es gibt da durchaus eine Chance, jetzt einiges anders zu machen. Herr Al-Halleck, Sie sind jetzt 2016 erst in die FDP eingetreten. Der Grund, so haben Sie es mal formuliert, war, dass Christian Lindner Sie angesprochen hatte und Sie als bestes Beispiel für Integration bezeichnet hat. Und dann gefragt hat, sind Sie eigentlich FDP-Mitglied? Und Sie haben gesagt, ab jetzt schon. Was wäre eigentlich gewesen, wenn damals zum Beispiel Olaf Scholz Sie angesprochen hätte oder Annalena Baerbock? Wären Sie jetzt in einer anderen Partei? Also ich muss echt gestehen, dass die Interesse da war, dass ich überhaupt auf dieser Veranstaltung war. Das hat tatsächlich dann gefehlt, wo er mich dann angesprochen hat. Also das war ja sozusagen diese Schubse sozusagen halt. Also wenn er, also wenn, sagen wir mal, in dem Moment mich sogar Merkel gefragt hätte, da hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegen müssen. Aber inhaltlich hat es ja für mich persönlich ja gepasst und ich habe genau diesen Schubse gebraucht. Und da war es halt an dem Tag. Und es ist, ich muss echt sagen, mich hat das auch sehr stark damals angesprochen. Damals 2016, 2017, 2015, die Flüchtlingskrise damals. Ich habe mich eigentlich positiv entwickelt, sagen wir mal so. Ich habe mich auch gut integriert, habe die Regeln, das System anerkannt. Und da hat der Christian Lindner darüber geredet. Und das war diese gelungene Integration, wo er mich dann auch angesprochen hat. Ich war selber betroffen damals, wo ich herkam, als ein elfjähriges Kind und habe das ja so, sozusagen auch erlebt. Und das hat mich irgendwie angesprochen. Und dann hat er auch von Aufstiegschancen, gleiche Aufstiegschancen, wo man herkommt, wo die Hautfarbe, aus welchem Elternhaus du kommst, soll gar keine Rolle spielen. Und das hat mich sehr stark angesprochen. Und da habe ich meine Parteizugehörigkeit schon dazu geordnet. Und, Sie haben aber gerade gesagt, wenn es Merkel gewesen wäre, hätten Sie es sich anders überlegt? Ich muss echt sagen, jetzt bei Frau Merkel, ich bin ein riesen Fan von der Frau Merkel. Ich schätze sie auch sehr. Ich mag sie auch persönlich sehr, aber ich bin mit der Union nicht so als Gesamtpaket sozusagen nicht so zufrieden. Ich denke, da geht es uns, also wir gehen da in die gleiche Richtung. Aber mit Frau Merkel persönlich bin ich wirklich, also ich schätze sie sehr. Sie wird auch, da bin ich mir ganz sicher, dass sie auch tatsächlich in die Geschichte auch eingeht. Also ein anderer hätte es, glaube ich, tatsächlich damals auch 2015, 16, 17 mit der Flüchtlingskrise, glaube ich, nicht besser hinbekommen. Haben Sie denn ein Selfie mit Frau Merkel gemacht bei der konstituierenden Sitzung? Ich habe sie gesehen, ich habe mich aber nicht getraut. Ich wollte, also ich war sehr aufgeregt bei der Konstituierung, das ist ja für uns Neuabgeordnete was ganz Besonderes. Und ich hab Frau Merkel von der Weiten gesehen, aber ich habe mich nicht getraut hinzugehen, weil ich habe mir gedacht, es ist vielleicht irgendwie unangenehm, nicht, dass ich hingehe und sage, was will er jetzt irgendwie oder es ist halt irgendwie peinlich. Und deswegen habe ich gesagt, ich halte mich jetzt zurück, ich hoffe, dass ich sie jetzt öfter sehen werde. Also tatsächlich ist es auch der Fall. Ich denke, dass man sie jetzt sehr oft treffen wird. Aber ein Selfie versprochen, bevor die tatsächliche Regierung dann steht. Ein Selfie möchte ich mit der Frau Merkel machen. Sie haben ja noch ein paar Chancen, sie zu treffen und das Selfie zu machen. Ein Thema, was jetzt auch die nächsten Jahre alle betreffen wird, ist der Klimaschutz. Da haben Ihre Parteien ja durchaus unterschiedliche Konzepte und es ist ja auch gerade in den Koalitionsverhandlungen nicht ganz, ganz einfach. Stichwort vorgezogener Kohleausstieg. Da steht ja im Sondierungspapier drin, wenn möglich noch 2030, ein großes Anliegen der Grünen. Herr Al-Halleck, halten Sie das denn für möglich oder wurde das da reingeschrieben, um es irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden? Also es wurde nicht so reingeschrieben, dass wir sozusagen einen gemeinsamen Nenner finden, sondern tatsächlich wurde es halt auch so besprochen, parteiintern. Und natürlich ist da auch was dahinter. Jetzt müssen wir halt nur abwarten, was rauskommt. Ne? Also ich darf jetzt nicht mehr darüber reden. aber ich meine, es wurde nicht so einfach reingeschrieben, das ist klar. Aber das Ganze muss auch finanziell möglich sein. Und das wird jetzt auch in der nächsten Zeit ein Riesenthema sein. Aber das Tempolimit ist ja zum Beispiel rausgeflogen, es stand ja gar nicht mehr im Sondierungspapier. Was hatten die FDP eigentlich für ein Problem damit?
Warum? Wir haben kein Problem damit. Ich meine, Tempolimit wollen wir nicht, das ist klar. Das ist auch, ich meine, man hat ja, also unser Wahlprogramm ist eine Art Wahlversprechen, das ist klar. Das ist das Gleiche bei den Grünen und auch natürlich bei der SPD. Jeder möchte seinen Inhalt oder so weit an Inhalt wie möglich durchbringen. Aber natürlich wird das jetzt nicht möglich und ich denke, dass wir uns dann irgendwo einig werden müssen. Und da sind wir uns einig gewesen. Also das war halt Thema und ich denke, dass wir uns sozusagen einig gewesen sind. Richtung Klima, Tempolimit, es ist, glaube ich, prozentual sehr gering, dass man wirklich tatsächlich Richtung Klima was machen kann. Also da gibt es andere Schrauben, die zum Drehen sind vorher, bevor man tatsächlich Tempolimit dann hat. Aber es wäre eine Maßnahme, die sehr kurzfristig hilft, genau. Weil wir gerade im Verkehrsbereich halt das Problem haben, dass seit den 90er Jahren da die Emissionen auf einem sehr hohen Niveau in Deutschland sind. Und natürlich werden wir jetzt Prozesse anstoßen wie mehr Elektromobilität. Wir müssen auch irgendwie gucken, dass wir es attraktiver machen, ÖPNV zu nutzen, mehr Carsharing-Angebote, mehr Fahrradfahren. Das sind ja all die Sachen, wie wir im Verkehrsbereich CO2 irgendwie reduzieren können. Aber bis diese Sachen, also neue Radwege gebaut sind, ÖPNV ausgebaut ist, bis die E-Autos groß auf der Straße sind, werden ja noch einige Jahre vergehen. Deswegen haben wir Grüne halt dieses Tempolimit eigentlich als eine sehr sinnvolle Maßnahme vorgeschlagen, wie wir jetzt kurzfristig auch im Verkehrsbereich eine Verminderung erreichen können. Aber natürlich, es liegt in der Natur der Sache, wenn drei miteinander reden, dann sind sich nicht immer alle einig und dann muss man irgendwo Kompromisse machen. Das kann ich verstehen. Das wird aber dann im Endeffekt bedeuten, dass wir nach anderen Wegen suchen müssen, da im Verkehrsbereich eine CO2-Verminderung zu erreichen oder in anderen Sektoren. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, wir müssen als Gesellschaft und auch in dieser kommenden Regierung ein Gesamtinteresse daran haben, dass Klimaschutz gelingt. Das kann nicht nur zum Thema von uns Grünen gemacht werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir da auch alle zusammenkommen und in den nächsten Jahren wirklich Fortschritte erreichen, weil wir merken ja einfach jetzt schon sehr rasant die Auswirkungen des Klimawandels. Wir hatten ja hier im Sommer die schwere Flutkatastrophe im Westen der Republik. Wir erleben die anderen Sachen wie Dürresommer hatten wir in den Jahren davor und das wird in den nächsten Jahren nicht einfacher oder weniger werden, ganz im Gegenteil. Und das ist der Weckruf, den wir jetzt vor allem auch als junge PolitikerInnen mitbringen müssen hier nach Berlin. Und das ist, glaube ich, eine große, große Aufgabe, die auf unseren Schultern lasten. Aber wir sind uns dieser Verantwortung auf jeden Fall bewusst. Ich kann gerne noch was dazu sagen. Und zwar, ich meine, wir brauchen eine effiziente Lösung, ja. Und Tempolimit ist wirklich ein Punkt, das ist nicht die Universallösung sozusagen für alles. Also das meinen wir auch damit halt. Wir brauchen eine Lösung, wo wir tatsächlich auch vorankommen hier in Deutschland. Und es ist eine Riesenaufgabe, aber ich denke, dass wir uns sehr einig werden und dass wir hoffentlich auch bald Richtung Klimaschutz auch was machen, Effizientes auch machen. Zu der großen Aufgabe fragt auch Stefan Müller auf Facebook. Wir haben ja viele Fragen hier. Mich würde mal interessieren, ob diese jungen Abgeordneten überhaupt wissen, was Leben ist. Also glauben Sie als junge Abgeordnete, geht an Sie beide die Frage, dass Sie genug Berufs- und Lebenserfahrung mitbringen, um wirklich diese große Aufgabe zu stemmen? Also ich meine, ich habe damals 2006 eine Ausbildung angefangen. Ich habe eine berufliche Ausbildung gemacht als Handwerker. Also im öffentlichen Dienst habe ich eine Ausbildung gemacht, Fachkraft für Abwassertechnik. Dann anschließend meinen Meisterbrief sozusagen im Abwasserbereich. Also ich habe dann zuletzt als Betriebsleiter 3 Kläranlagen betreut, 3 Außenstationen, habe Mitarbeiter unter mir. Und das ist diese Aufstiegschance. Also ich habe sozusagen als ein Mittelschüler, ne? Also ich kam von der Hauptschule raus, habe dann die Ausbildung angefangen und habe mich eigentlich hochgearbeitet mit der Zeit. Und genau das ist der Punkt damals, wo ich 2016, 2017 der FDP beigetreten bin, weil diese Aufstiegschance mir so rübergebracht worden ist, dass die Herkunft, die Hautfarbe und aus welchem Elternhaus du kommst, gar keine Rolle spielen würde. Und das hat mich ja sehr stark angesprochen. Also ich habe vorher auch tatsächlich mit meinen Händen gearbeitet und dann erst jetzt Bundestagsabgeordnete. Und ich hoffe, dass wir beide auch natürlich was machen, auch für die jungen Leute, nicht nur für die jungen Leute, in meinem Fall auch natürlich, was Integration anbelangt, auch natürlich auch fürs Handwerk. Also das sind 2 Themen jetzt, Handwerk und Integration, die zusammenpassen und die möchte ich miteinander verbinden und auch natürlich in Zukunft auch stark bearbeiten und stark dafür einsetzen. Frau Slavik, in Kürze? Ja, ich glaube, das ist so ein großes Vorteil, ne, dass wir irgendwie nie richtig gearbeitet hätten, irgendwie als junge Leute. Ich komme selber auch aus einer Arbeiterfamilie. Ich habe während meines Studiums jahrelang an der Kasse bei Rewe gesessen, so um mir das Studium irgendwie noch zu finanzieren.
abends. Und es ist ja klar, dass die Perspektiven von jungen Menschen in der Politik eigentlich total unterrepräsentiert waren in den letzten Jahren. Deswegen ist, glaube ich, eine große Chance, dass wir jetzt ein paar mehr junge Leute haben. Der Altersschnitt im Parlament, es ist ja irgendwie eine Fehlannahme, auch wenn irgendwie viel über uns junge Leute gesprochen wird. Aber es ist ja eine Fehlannahme, als wären wir jetzt plötzlich nur Leute unter 40 im Parlament. Wir sind immer noch eine Minderheit. Aber wenn wir uns angucken, beim Klimaschutz ist viel zu wenig passiert in den letzten Jahren. Wir gerade als junge Generation werden die Auswirkungen noch sehr konkret spüren. Und das, was wir jetzt machen, wird dann in 50 Jahren, wenn wir mal in Rente sind, einen Unterschied machen. Ist die Welt dann 2 Grad oder 3 Grad heißer? Das werden wir dann irgendwie zu spüren bekommen, auch ganz konkret. Und auch so Fragen wie, wir reden immer viel über Rente in der Politik, aber was ist eigentlich mit Ausbildung? Junge Menschen, die keine Ausbildungsplätze finden, gerade junge Leute, die auch sehr stark von den steigenden Mieten in den Großstädten, die ja neu irgendwo hinziehen, um ein Studium anzufangen, um einen Ausbildungsplatz in Anspruch zu nehmen. Gerade die sind ja auch besonders krass von diesen sozialen Härten betroffen. Und ich glaube, das sind einfach Perspektiven, die auch wichtig sind, dass sie im Parlament vertreten sind. Jetzt kommen wir zu unserer Schnellfragerunde. Und das heißt, immer nur mit einem Wort bitte antworten. Wir fangen mit Ihnen an, Herrn Al-Halak. Blaumann oder Anzug? Jein. Beides eher. Also jetzt aktuell Anzug, das ist klar. Ich meine, im Bundestag kann ich schlecht mit einem Blaumann. Ein Wort antworten. Okay, nächste Frage. Baerbock oder Scholz? Sie machen mich fertig. Sie machen mich wirklich fertig. Aktuell Scholz, eher Tendenz Scholz. Ampelregierung bis Weihnachten, ja oder nein? Ja. Fahrdienst in Berlin oder BVG? BVG vielleicht. Auch eine Frage von Mr. Doko von YouTube an Sie, Herr Halak. Wie sieht's aus mit Legalisierung von Gras, ja oder nein? Oh ja. Das war klar. Hotel oder Wohnung? Aktuell Hotel. Ich habe die Zeit für eine Wohnung. Also Wohnung zu finden ist schwierig in Berlin. Also Hotel aktuell. Dann an Sie, Frau Slavik. In der Nikolauswoche wird Scholz zum neuen Kanzler gewählt, ja oder nein? Wir werden sehen. Baerbock oder Habeck? Baerbock. Sich in der Bundestagskantine neben AfD-Abgeordnete hinsetzen, ja oder nein? Niemals. Frauenquote, ja oder nein? Auf jeden Fall. In den Urlaub fliegen oder mit dem Auto fahren? Eher mit dem Auto fahren, am liebsten mit dem Zug. Instagram oder Twitter? Beides. Und da sind wir auch schon bei einem Thema. Sie sind ja beide sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Mhm. Was war denn für Sie beide jetzt, ich sag mal, das Schönste, aber auch das Schlimmste, der schlimmste Moment so in den letzten Wochen? Weil Sie sind ja jetzt auch sehr im Fokus. Wir fangen mal mit Ihnen an. Also, ich habe sehr viele Zuschriften bekommen auf Social Media von Leuten, die mir zur Wahl mich beglückwünscht haben. Das hat mich sehr gefreut. Gerade auch Leute, die eine ähnliche Lebensgeschichte haben, die gesagt haben, hey, das ist so toll, dass jetzt eine von uns auch im Bundestag sitzt. Aber ich habe auch einige Hassnachrichten bekommen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich was, was einen auch extremst runterzieht, wenn Leute einem auch, muss ich sagen, Gewalt teilweise androhen. Und da muss ich jetzt für mich natürlich noch den richtigen Umgang für finden. Aber das ist was ich auch aus meiner politischen Aktivität schon, bevor ich jetzt in den Bundestag gekommen bin, ganz gut kenne. Und leider ist das so, dass man da manchmal auch eine dicke Haut sich irgendwie zulegen muss. Wie ist es bei Ihnen? Ich habe Gott sei Dank keine Hassnachrichten bekommen. Ich habe keine Hassnachrichten bekommen. Im Gegenteil, ich muss echt sagen, ich habe sehr positive Nachrichten bekommen. Extrem, ich sei ein Vorbild auch für junge Leute, die eine Ausbildung machen wollen und auch natürlich auch sich weiterentwickeln wollen im Leben. Solche positive Nachrichten habe ich wirklich jeden Tag bis heute noch. Auch Richtung Migration, Integration, toll, echt. Also sehr, sehr schön. Ich lese das sehr gerne und ich antworte tatsächlich auf alle, die ich auch bekomme. Also ich war
wochenlang dahinter, dass ich tatsächlich auch jeden, der mir auch gratuliert hat nach der Wahl, zu antworten. Sehr schwierig, aber das ist mir tatsächlich sehr wichtig, weil ich auf Social Media sehr stark bin. Ich habe auch Nachrichten vor der Wahl auch gehabt und jetzt auch nach der Wahl, wo es heißt, Sie sind der erste Politiker, der auch uns antwortet sozusagen. Also anscheinend ist es nicht selbstverständlich, aber ich sehe das als selbstverständlich. Ich meine, dafür werden wir auch gewählt und deswegen möchte ich auch so weit wie möglich bürgernah sein und ich denke, das ist mir auch sehr wichtig. Ein Satz von jedem. Was können denn jetzt die älteren Abgeordneten von Ihnen lernen in Zukunft? Ein Satz. Ich glaube, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben, um der Klimakrise wirklich was entgegenzusetzen und dass wir ein radikales und schnelles Umdenken in vielen Bereichen brauchen. Und da hoffe ich, dass die Älteren uns Jüngere bei dem Thema stärker unterstützen. Das war ein langer Satz. Ja, ich kenne das Problem tatsächlich auf kommunaler Ebene schon. Ich meine, die Jungen können von den Erfahrenen sozusagen auch was lernen und andersrum ist es auch. Also die jungen Leute haben auch sehr viele gute Ideen, die die Älteren eigentlich akzeptieren müssen, um weiterzukommen. Das war doch ein schöner Abschluss und jetzt müssen wir auch schon wieder abschließen. Das war's mit unserem Neu im Bundestag. Uns wird interessieren, wer soll in Zukunft hier als neue Abgeordneten hier sitzen, damit wir sie in Zukunft auch befragen können. Das war's für uns heute. Tschüss.